Hallo, wir sind hier im Hause Red Hat Zylinderkopftechnik. Wir haben hier auf der Bühne einen Audi A6, 2,7 Biturbo. Der Schrecken jeder Werkstatt und ein Schrecken vieler Werkstätten. Viele macht am Bogen drum. Oder wie in dem Fall hier, fuschen sich einzurecht. Und so, wir gucken uns das jetzt mal an. Wir hatten also die Aufgabe, einige Sachen bei dem Auto in Ordnung zu bringen. Unter anderem so ein bisschen Ölverlustgeschichten, Zahnriemen neu machen, Getriebeölspülung, Hinterachsdifferential undicht, ein paar Lenkergeschichten und so weiter. Und wir sollten mal nach diesem und jenem schauen. Jetzt gucken wir mal, was in der Vergangenheit bei dem Motor gemacht worden ist und wo dem Mann also viel Geld abgenommen wurde. Zum einen, die sind nicht ganz unbekannt dafür, dass sie Ölverlust haben. Wir sollten jetzt mal nach ein paar Ölundichtigkeit gucken. Und das Ding ist überall am Siffen. Da muss man einfach mal so sagen. Entschuldigung. Und vor kurzem sind also für viel Geld die Ventildeckeldichtung gewechselt worden. Ne? Jetzt kann man mal hier gucken. Ja, ich hole jetzt mal hier eine Zündkerze raus. Ne? Und hier kann man sehen, dass die ölfeucht sind. Genau, schwimmt also alles im Öl. So viel zum Thema neue Ventildeckeldichtung. Auch wenn man hier jetzt mal in die Seite hier reinguckt, wo eigentlich dicht sein soll. Ich weiß nicht, ob man sehen kann hier unten. Sie sehen schon, da glänzt alles, da ist alles nass. Da siftet also wirklich aus allen Ecken raus. Und das ist nicht nur vom Turbolader, der auch an der Verschleißgrenze ist, sondern das sift aus der Ventildeckeldichtung. Ne? So, und dann hier AGR-Schlauch, lose, Schädellose. Ja, super gemacht. Ne? Ja. Hinten das Blech dahinter, ne? Das haben die gar nicht mehr festgemacht da. Ne? Das ist der Flash. Das liegt einfach lose hier dran. Lose. Dann die Motorentlüftung, geklebt. Ja, da hat man sich eins recht gebastelt. Ne? Dann war doch hier der Lambda-Sonnenkabel, haben sie da auch umgemurkst. Ne? Das liegt da über dem Krümmer, da lag das weg. Ne? Hängt normalerweise dahinter, hinter dem Hitzeblech. Das ist gar nicht ordnungsgemäß gelegt. Verlegt. So, und dann haben wir hier. Ja, also im Ölbad. Ne? Also eigentlich legt man so Heringe, unser Ding, so den Öl ein. Hier schwimmt das Ganze. Natürlich alle voll. Ja, das hat man entsprechend, man muss sich das reinziehen. Der hat also vor kurzem da viel Geld für ausgegeben, der Besitzer, um die Ölundichtigkeiten irgendwo in den Griff zu bekommen. Und die sind hier auch gemacht worden und dann sieht man, wie gut das gemacht worden ist. Ne? Insgesamt ist das natürlich eine tolle Baustelle. Ne? Jetzt stellt meine Kamera nicht so schön scharf. Wir sind halt keine Kameraleute und Profis auf dem Gebiet, aber insgesamt ist das natürlich schon ein bisschen Arbeit. Es gibt normalerweise die Servicestellung, wo man dann Zahnriemen wechseln kann. Wir selber gehen mittlerweile immer her und sind viel schneller, wenn wir die ganze Front abbauen und dann guten Zugang haben zu den Problemstellen von diesem Motor und davon hat er genug, also von Problemstellen, ne? Ja, jetzt schrauben wir uns da bei so einem Motor entsprechend durch. Das sind also alltägliche Sachen, die wir bei Red Hat Zylinderkopftechnik erleben. Die Turbos sind auch gewaltig am Ölen. Das ist immer so ein Indiz dafür, dass die auch schon einen gewissen Verschleiß hinter sich haben. Dann muss man eben immer schauen, wenn man auch Turbolader erneuert, warum ist so ein Turbolader im Sterbeprozess? Ne? Also oftmals sind Steuerungsprobleme oder die Laderverstellung ist dann festgegangen. Das heißt, die Lader drehen andauernd mit Höchstdrehzahl. In der Regel laufen die Autos dann auch wie irre, weil die natürlich immer maximal Last auf die Turbine geben. Und insofern schiebt er auch immer voll an und hat immer richtig schön Ladedruck im Kessel. Laufen gut, aber Turbolader sterben bei der Tour. Ja, undichte Druckleitungssysteme sorgen natürlich auch dafür. Der MAP-Sensor, der prüft also dann den Druck, den er zu einer bestimmten Drehzahl und Last haben soll. Und wenn er den Druck nicht erreicht, steuert er über Steuergerät die Verstellung des Turboladers an, dass immer mehr Abgasstrom auf die Schaufeln gelenkt werden. Und dann dreht der Lader alles, was geht, um den Ladedruck dann eben zu erzeugen. Aber um den Preis, wie ein Supersportler, dass er ständig überdreht. Ne? Also ein undichtes Drucksystem oder bei Laderschwierigkeiten mit entsprechenden Indizien sollte also immer das Drucksystem abgedrückt werden. Neuer Lader hilft nur wenig, den baut man ein und der stirbt wieder, wenn die Ursache des Ladersterbens nicht behoben ist. Und das sind alles so Dinge, wo wir immer wieder merken, wir wissen, weiß Gott, nicht alles, aber das sind Basics in der heutigen Motormechanik, wo andere sich da also mächtig schwer tun und massive Fehler immer machen. Ja, also da kann man eine ganze Menge beim Gespräch mit uns auch sicherlich abkupfern und wer da Fragen zu hat, nimmt einfach mit uns Kontakt auf und dann können wir sicherlich auch Ihnen helfen und nicht alles muss immer Geld kosten. Ne? Beratung ist bei uns kostenlos. Einfach melden bei uns, Red Hat Zylinderkopftechnik, einfach googeln, haben Sie alle Daten da. Wir wünschen einen schönen Tag und viel Spaß beim Schrauben. Ciao!